So, jetzt habt ihr den Modus Aufwärmen, was euch gleich der Basti demonstrieren wird. Jetzt könnt ihr hier gleich sehen, entsprechend ist die Range aufgezeigt. Der Basti macht euch mal jetzt einen Schlag. So, dann könnt ihr jetzt hier auf dem Display sehen, einmal die Flugkurve, ja, wie weit der Ball insgesamt fliegt. Jetzt sind wir ungefähr bei 145, 146 Meter angekommen. Die Ballgeschwindigkeit, ja, und der Ball hat ein bisschen Rechtsstrahl. Das wird aufgezeigt bei TopTracer.